Hallo und herzlich willkommen zurück zu Joyforce. Wir sind zurück mit einem neuen Video, aber als allererstes begrüße ich ganz herzlich den Gefährten. Hallo Gefährtin und hallo liebe Zuschauer zu einem Vlog, ja, denn heute werden wir einiges erleben. Wir fahren zuerst zu einer Lego-Ausstellung, nämlich in Dillingen, und dann geht es weiter nach Saarbrücken in den Lego-Store. Ja, fangen wir mal sofort an, ab ins Auto Gefährtin und los geht's. Ja, wir sind da in einem Industriegebiet par excellence. Hier sind überall Züge. Freut bestimmt den einen anderen Zugfan. Aber ja, schauen wir mal, wo die Lego-Ausstellung jetzt ist. So, die Lego-Ausstellung in Dillingen. Wir sind da. Juhu! Ja, wir sind knapp hier und schon haben wir was entdeckt, was uns natürlich besonders gut gefällt. Dieser imperiale Hangar mit einem AT-AT. Ein extra Video dazu folgt noch auf unserem YouTube-Kanal. Daneben dann noch eine Classic Space Welt. Wir können jetzt nicht so viel damit anfangen, aber wir wissen, dass das doch sehr viele Fans hat. Sieh mal da, Gefährte, ich habe etwas entdeckt. Da steht Max Weibo. Ja, und da hat jemand massiv doch die Kantine ausgebaut. Genau, das gefällt uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben die Kantine ja auch selbst, aber ich finde, das hier ist einfach so ein Gewühl, einfach dadurch mit so vielen verschiedenen kleinen Szenen, sehr viele Minifiguren. Wir sind wirklich total überrascht. Stellt euch das einfach mal als Set vor, wie genial wäre das denn? Die Ewoks haben den AT-AT erfolgreich gefesselt. Super gemacht. Ja, nebendran gibt es dann noch weitere Mocs, sehr cool. Und vor allem hier Naboo, sieht man ja auch nicht so oft, auch sehr gut dargestellt. Und vor allem dieser Vorplatz gefällt uns richtig gut mit diesen vielen Droiden. Wenn man so Zugfan ist wie wir, Hust Hust, dann hat man hier sicherlich auch seine Freude. Nee, schon beeindruckend, wie viele Züge das hier sind. Und ein alter Bekannter ist auch dabei. Also dieses Monster ist wirklich beeindruckend, das ist riesengroß. Wir haben zwar von Technik genauso viel Ahnung wie von den Zügen. Nochmal Hust Hust. Nee, also wirklich beeindruckend. Diese Ecke ist doch sehr spannend, einfach mal sich anzuschauen, was man so aus Technik bauen kann. Also Respekt an diese Mocker hier. Ja, das hier ist auch eine tolle Idee, Mocks zu bauen. Vor allem gefällt uns hier, dass so viele kleine Dinge dabei sind, wie Star Wars, Alice im Wunderland oder der Zauberer von Oz. Und gleich nebendran ein selbst funktionierender Murmelautomat. Eine richtig coole Idee. Endlich vertrauter Boden, wieder Lego Star Wars. Dieses Mal fast alle UCS-Sets. Das ist eigentlich ganz cool, dann kann man sich einfach mal anschauen, wie groß die in Wirklichkeit sind. Auch dieser I-Wing ist doch ziemlich nice. Und ja, der AT-AT, wirklich größer als man denkt. Und natürlich auch der Sternenzerstörer. Ja, und für City-Fans war auch was dabei. Eine richtig coole Lego-Stadt wurde hier gebaut. Und das Highlight ist, wie wir finden, natürlich diese Brücke hier und natürlich das Wasser darunter mit den ganz vielen Haien und Schiffen. In einer weiteren Ecke gibt es noch mehr Lego Star Wars Mocs. Also wir beide kommen auf jeden Fall auf unsere Kosten. Dieses Mal solche Mini-Mocs, die sind dafür etwas detailreicher. Also nice. Sofort haben wir natürlich auch Werbung gemacht für den Mock-Contest. Er muss auf jeden Fall nächstes Mal mitmachen. Cool einfach. Und WW2 Mocs, also ich bin ja sehr geschichtsinteressiert. Das freut mich natürlich auch enorm. So, das war die Ausstellung, Gefährtin. Sie war wirklich sehr, sehr gut, oder? Wir sind positiv überrascht. Es hat uns so viel Spaß gemacht. Es waren so tolle Mocs dabei. Also wir sind wirklich überwältigt. Was genau wir euch noch zeigen werden als weitere Videos zur Ausstellung, wissen wir jetzt noch nicht. Jetzt fahren wir auf jeden Fall mal zum Lego Store nach Saarbrücken. Also sehen wir uns gleich. So, ich würde sagen, wir sind jetzt in Saarbrücken angekommen. Wir haben natürlich vor, jetzt erstmal in den Lego Store zu gehen. Natürlich ganz viele Fighter Tanks zu kaufen und vielleicht noch mehr. Mal sehen. Aber ich habe Hunger, deswegen geht es jetzt erstmal zu Pizza Hut. Ja, wir sind da, wir haben es geschafft. Jetzt können wir endlich rein, nicht wahr, Gefährte? Lass uns reingehen. Ja, wir haben eingekauft, teilweise erfolgreich. Fighter Tank gab es nicht, Minifiguren Packs gab es nicht. Dafür Pick a Brick. Das zeigen wir euch aber nochmal in einem Haul. Aber Gefährtin, wir geben die Suche nicht nach Schnäppchen auf. Wir sind jetzt nochmal in Karstadt. Genau, und wir versuchen jetzt hier unser Glück, weil hier ist total viel reduziert und vielleicht ist ja hier noch irgendwas dabei, was wir gebrauchen können. Ja, es sind Angebote da, aber nichts, was wir gebrauchen können.
etwas Gutes hat der Tag noch. Wir haben jetzt diese Zeitschrift ein paar Mal gekauft, kam eben heute raus. Und zwar warum, Gefährtin? Wegen dem mandalorianischen Krieger. Und wir finden den richtig cool. Ja, kauft euch den unbedingt. Gibt es bislang nur in einem 70-Euro-Set. Deswegen super Deal für 5 zuschlagen. Euro. Ja, zuschlagen. Kauft das Rick ein paar Mal. Damit geht ein langer Tag zu Ende. Wir haben uns jetzt noch ein paar Milkshakes geholt. Ein paar, es sind nur 2 Gefährte. Ja, aber wir hoffen, euch hat der Tag gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen und ihr hattet auch ein wenig Spaß. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Joyfast-Team. Tschüss.